Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Zoom In, in der ich heute mal einen Blick auf die Frage werfen will, ob Bethesda die nun eigene Fallout-Reihe überhaupt jemals wirklich verstanden hat. Über die Übernahme der Fallout-Lizenz durch Bethesda wurde viel diskutiert. Und es wird bis heute viel diskutiert. Die Geister scheiden sich bis heute an diesem historischen Punkt, den wir heute als Fallout 3 kennen. Während viele Spieler und Spielerinnen über dieses Spiel ihre ersten Kontakte zur Fallout-Welt hatten und dieses Spiel durchaus ein bisschen nostalgisch verklärt als absolutes Meisterwerk in Ehren halten, waren gerade einige Fans der alten Fallout-Spiele unglücklich über den Verlauf, den die Fallout-Reihe in den Händen von Bethesda genommen hat. Und das liegt nicht nur daran, dass es sich bei Fallout 3 nicht mehr um ein isometrisches Rollenspiel mit rundenbasierenden Kämpfen handelt, sondern eher um einen First-Person-Shooter, zumindest vom Kern-Gameplay her, sondern auch, weil Bethesda, so behaupten zumindest viele Fans der Originalteile, Fallout nie verstanden hat. Und die Welt und der Stil von Fallout 1, 2 und New Vegas. Diese drei Spiele werde ich in diesem Video mal als die klassischen Fallouts bezeichnen. Auch wenn chronologisch gesehen New Vegas natürlich nach Fallout 3 erschienen ist, aber es handelt sich halt um die Black Isle Studios bzw. Obsidian Spiele. Also ja, und die Welt in diesen klassischen unter Anführungsstrichen Fallout Spielen unterscheidet sich tatsächlich sehr von dem, was wir in Fallout 3 und 4, also aus der Feder von Bethesda, so erfahren können. Klammer auf, auch in Fallout 76, aber auf dieses Spiel gehe ich in diesem Video nicht so sehr ein. Klammer zu. Worum geht es also in jeweils diesen Spielen und was macht sie so unterschiedlich? Was ist der Gehalt dieser Spiele? Was ist die Botschaft? Was ist der Kern? Diese Frage möchte ich nun in diesem Video mal beantworten, damit wir diese Spiele inhaltlich auf den Prüfstand stellen und vergleichen können. Fangen wir mal an mit den klassischen Fallout-Teilen. Diese Teile haben im Kern wohl unbestreitbar ein großes Thema: Krieg. Und das nicht nur, da das gesamte Setting in das Ödland eines nuklearen Kriegs gesetzt wurde, sondern auch, weil die einzelnen Fraktionen innerhalb dieses zerstörten Ödlands weiterhin stets im Krieg zueinander stehen. Die klassischen Fallout-Teile versuchen das Thema Krieg facettenreich zu durchleuchten, um die Schrecken und das Grauen des Krieges aufzuzeigen. Und dabei bemühen sich diese Spieler, über so ein Schwarz-Weiß-Denken hinwegzusehen und relativ realistische Fraktionen zu etablieren mit realistischen Motiven. Der Meister zum Beispiel, der Antagonist in Fallout 1, der Menschen gefangen nimmt, um sie zum Teil seiner Supermutantenarmee zu machen, ist nicht einfach nur ein wahnsinnig gewordener Irrer mit Welteroberungsfantasien und nicht einfach nur ein verrückter Wissenschaftler, der seine Superuntertanen erschaffen will, um die totale Kontrolle zu erlangen, sondern der Meister ist im Kern einfach nur ein Mann. Ja, ein stark mutierter Mann, aber einfach nur ein Mann mit einer Vision. Die Kernmotivation dieses Meisters ist die Beendigung des Krieges auf Erden ein für alle Mal. Und ich glaube, dass es sich hierbei wirklich um das echte Motiv des Meisters handelt und nicht nur um eine Rechtfertigung für seine Eroberungsfantasien. Er will alle Kriege ein für alle Mal beenden und um dieses höhere Ziel zu erreichen, will er alle Ungleichheiten zwischen Menschen beseitigen, da diese seiner Ansicht nach die Quelle für Konflikte sind. In seiner Zukunft gibt es keine Geschlechter mehr, keine Hautfarben und keine körperlichen Unterschiede jeglicher Art. Alle Menschen sollen groß, grün und schwarzhaarig sein, um endlich eine echte Einheit zu werden. Der Meister ist nicht einfach nur böse, er hat einen Plan. Er will die Schrecken des Krieges ein für alle Mal beenden und um dieses Ziel zu erreichen, bringt er ironischerweise selbst den Krieg ins Ödland. Zudem ist der Meister eben auch nur ein Mensch und sein Plan hat Lücken, denn zum einen sind seine Supermutanten unfruchtbar. Das heißt, auch wenn Supermutanten sehr lange leben, vielleicht sogar so gut wie ewig, wer weiß, irgendwann würde seine Vision der Menschheit enden.
Denn auch wenn nur durch gelegentliche Unfälle, irgendwann würde die Bevölkerung der Supermutanten dezimiert werden und letztendlich erlischen. Und zum anderen gibt es durchaus auch zwischen Supermutanten noch Konflikte. Denn auch diese Supermutanten haben ihre eigenen Köpfe, ihre eigenen Ideale und Wertvorstellungen. Zum Beispiel kommt es zwischen den Mutanten der ersten und der zweiten Generation immer wieder zu Konflikten, weil ihre geistigen Leistungsfähigkeiten recht unterschiedlich ausgefallen sind. Teilweise verfolgen diese Supermutanten auch einfach nur ihre eigenen Ziele, so wie Marcus oder auch God Dog. Und es kommt sogar immer wieder zu bewaffneten Konflikten zwischen Supermutanten, so wie wir es in Fallout 2 und New Vegas erleben können. Der Meister ist ein Mann mit Fehlern, mit Ecken und Kanten und einer Vision, für die er über Leichen geht. Er ist nicht einfach nur böse, er ist nur bereit, für sein Ideal zu töten. Dieses Ideal mag einem relativ kurzsichtig vorkommen, aber es dient nun mal einem höheren Ziel. Und für dieses höhere Ziel stürzt er die Bewohner des Ödlands in einen grausamen und schrecklichen Krieg, der schon in Fallout 1 relativ schonungslos dargestellt wird. Und auch die Gegenfraktion, die unter Anführungsstrichen Guten im Spiel, die Stählerne Bruderschaft, bekleckert sich nicht mit Ruhm. Erstens kümmern sie sich lieber um ihre eigenen Angelegenheiten, als gegen irgendwelche Supermutanten zu kämpfen. Das bedarf viel Überzeugungsarbeit unserer Hauptfigur. Und zweitens ist auch diese Fraktion alles andere als lupenrein. Auch wenn der Meister ganz klar der Antagonist ist, haben beide Fraktionen Grauzonen, sind facettenreich. Etwas Ähnliches erleben wir in Fallout 2. Die Enklave fällt zwar noch viel mehr als der Meister in die Kategorie eines typischen Bösewichtes. Ich meine, es handelt sich hier um eine wirklich faschistische Organisation, die den Kontinent erobern und dabei einen Genozid eines gewaltigen Ausmaßes anrichten will. Aber dennoch lernen wir in Fallout 2 die Enklave kennen. Wir sprechen mit den Soldaten, wir sprechen mit ihren Anführern und wir erfahren von ihren Zielen und Idealen, ihrem Wunsch, die Vorkriegs-USA wiederherzustellen, den Frieden und Wohlstand für die Bewohner des Ödlands zu sichern. Auch hier sollen die Folgen des Kriegs rückgängig gemacht werden. Und zukünftige Kriege sollen beendet werden. Auch dieses Ziel soll natürlich wieder mit extrem grausamen Mitteln erreicht werden. Dennoch ist das Böse in Fallout 1 und 2 nie rein böse. So wie es in Videospielen nun mal schon auch meistens der Fall ist. Sie sind von ihren Idealen getrieben und wollen als großes Ziel eine bessere Welt schaffen. Dasselbe könnte man auch über Caesar aus New Vegas sagen, der Menschen nun mal einfach kein freies, selbstbestimmtes Leben zutraut und über alle mit Strenge und Härte regieren will, da er glaubt, dass Freiheit immer zu Konflikten führt. Aber genug von den Antagonisten. Wie sehen denn die klassischen Helden, die guten Fraktionen der Fallout-Teile aus? Über die stählerne Bruderschaft in Fallout 1 habe ich ja schon geredet. Sehr auf sich selbst zentriert. Die Belange des Ödlands interessieren diese Fraktion eigentlich nicht wirklich. Sie wollen Technologie sammeln und eine unangefochtene Machtposition in diesem Ödland erreichen. Und dann haben wir da die NCR oder RNK im Deutschen. Eine Fraktion, die die Demokratie wieder ins Ödland bringen will. Und die auf den ersten Blick sehr edel und heldenhaft wirkt. Aber auch diese Fraktion, besser gesagt ihre Präsidentin Tandy, geht schon in Fallout 2 krumme Deals mit der Verbrecherfamilie, den Bishops, ein, damit diese immer wieder Walled City durch Raiderangriffe terrorisieren, damit sich Walled City der RNK anschließt. In Fallout New Vegas lernen wir eine RNK kennen, die sogar noch weiter korruptiert ist. Durch das Ableben der ursprünglichen Präsidentin Tandy wurde die RNK destabilisiert und ihre neuen Anführer richten das System RNK neu aus. Sie sind viel aggressiver, expansiver und viel mehr an den wirtschaftlichen Interessen der Superreichen innerhalb der RNK interessiert, als am Wohl der eigenen breiten Bevölkerung. Und getrieben von ihrem Ziel, das Ödland von Raidern und gewalttätigen Fraktionen zu bereinigen, begehen sie selbst so manches schreckliche Kriegsverbrechen.
so wie beispielsweise das Bitter Springs Massaker, in dem ein Lager der Great Khans angegriffen wurde, welches allerdings nur aus unbewaffneten Erwachsenen, alten Leuten und Kindern bestand, die vollständig ermordet wurden. Ein dunkles Kapitel in der NCR oder RNK-Geschichte, das weitgehend vertuscht wird. Dennoch ein Zeichen dafür, wie weit diese Fraktion geht und wie viel Gewalt und wie viel Leid auch diese Fraktion verursacht in ihrer Bemühung, das Ödland unter einer Flagge zu vereinen. Die Ursachen der Grausamkeiten all dieser Fraktionen, egal ob nun eher im guten oder im bösen Spektrum aus Videospielsicht, ist im Grunde immer dieselbe. Es sind nie Videospielbösewichte, die Krieg um des Krieges willen betreiben und Böses tun, weil sie böse sind. Und genauso wenig gibt es die heldenhaften Fraktionen, die mit ihrer Rechtschaffenheit ein geradezu naives Bild einer Fraktion zeichnen. Es sind immer Menschen mit eigentlich letztendlich gut gemeinten Ansichten, teilweise sehr extreme Ansichten, die zu extremen Handeln führen. Aber diese Fraktionen bringen in ihrem Bestreben, Kriege ein für allemal zu beenden, immer und immer wieder die Grauen des Krieges über die Bevölkerung des Ödlands. Die Menschheit hat aus dem großen Krieg nichts gelernt. Ob nun die Bandenkriege in New Reno oder die großen flächendeckenden Kriege der neuen Staaten und großen Fraktionen, die sich im Ödland gebildet haben. Und die Auswirkungen dieser Kriege sind auch in der Bevölkerung dieses Ödlands zu spüren. Immer und überall. Krieg bleibt immer gleich. Und Fallout war hier, um uns dies aufzuzeigen und uns davor zu warnen. Machen wir nun mal einen Sprung in die Gegenwart und werfen einen Blick auf die modernen Bethesda-Spiele. Betrachten wir diese Spiele nun mal als Antikriegsspiele, so wie es Fallout 1, 2 und New Vegas ziemlich eindeutig sind. In Fallout 3 wird im Grunde die Idee der Enklave aus Fallout 2 recycelt. Wir haben es hier mit derselben Fraktion zu tun, die im Großen und Ganzen dieselben Motive verfolgt, wenn auch unter neuer Führung. Diese Enklave will nun explizit dem Ödland der Hauptstadt das Wasser im Grunde vergiften, um alle Ödländer zu töten, die aus Sicht der Enklave keine richtigen Menschen mehr sind, was so ziemlich alle betrifft. Die Bruderschaft tritt dagegen als relativ strahlender Held auf, als Retter. Und ehrlich gesagt, endet hier die Charakterisierung dieser Fraktionen so ein bisschen. Ich finde, in Fallout 3 wird viel mehr als an den klassischen Spielen ein ganz eindeutiger Kampf gut gegen böse dargestellt. Das Eingreifen der Bruderschaft gegen die Enklave hat keine Nachteile für die Bevölkerung des Ödlands. Der Krieg erreicht diese nicht. Sie leben relativ friedlich wie es im Ödland halt möglich ist, in ihren Städten, in ihren Bereichen und kriegen von diesem großen Konflikt eigentlich kaum etwas mit. Die böse Enklave muss beseitigt werden. Kaum jemand würde in dieser Darstellung dieses Bösewichts und ihrer Pläne bestreiten, dass ein Eingreifen der Bruderschaft gerechtfertigt und notwendig ist. Hier wird ein edler Krieg geführt, zum Wohle aller. Auf einem Schlachtfeld weit von den bewohnten Regionen des Ödlands entfernt. Keine Schrecken, keine Grauen, dafür jede Menge Pathos innerhalb der Reihen der Bruderschaft. Hier wird die ursprüngliche Botschaft der Fallout-Spiele tatsächlich so ziemlich ignoriert. Plötzlich, so scheint es zumindest, kann Krieg gut und relativ harmlos sein. Und das in einem postnuklearen Ödland. Kein Wunder, dass dieser Punkt einigen Fans der Reihe sauer aufgestoßen ist. Und Fallout 4 macht seinen Job als Antikriegsspiel auch nicht sehr viel besser. Die nur so vor Pathos triefende Bruderschaft nimmt nun eher die Antagonistenrolle auf, die ursprünglich die Enklave hatte. Diese verachtet nun eine neue Lebensform und will diese vernichten, da sie sie nicht als natürlich oder menschlich erachtet. Die Minutemen dagegen werden schon fast als naiv idealistische Helden dargestellt, die das Commonwealth edel und mutig vor allen Gefahren verteidigen. Und die Railroad ist sogar bereit, ihr eigenes Leben zu opfern, um den unschuldig verfolgten Minderheiten des Commonwealths zu helfen. Und das Institut?
Ja, was will das Institut eigentlich? Ich habe das Spiel jetzt so oft gespielt und steck schon recht tief in der Lore drin, würde ich sagen, aber habe nie so hundertprozentig verstanden, was das Institut eigentlich antreibt. Das Institut handelt in weiten Teilen typisch böse. Sie sind skrupellos, sie sind Sklaventreiber, sie ermorden Menschen aus dem Hinterhalt und so weiter. Aber warum das alles eigentlich? Ja, sie haben irgendwie ihre Pläne für das Commonwealth, aber wie diese Pläne aussehen und was ihre echte Motivation ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Dieser Fraktion fehlt sogar ein Motiv, ein ideologischer Hintergrund. Naja, und auch in Fallout 4 wird dieser Krieg zwischen diesen Fraktionen sehr spezifisch und gezielt durchgeführt. Während zwischen den Konflikten zwischen NCR und Legion ganze Landstriche leiden, ganze Dörfer ausgerottet werden und Hunderte, wenn nicht Tausende von Zivilisten sterben, werden in Fallout 4 sämtliche Kampfhandlungen in relativ unbelebten Gegenden bzw. in den Hauptquartieren der jeweiligen Fraktion durchgeführt. Krieg wird hier tatsächlich schon fast auf eine lächerlich naive Art und Weise verharmlost. Also für mich ist ganz klar, im Gegenzug zu Fallout 1, 2 und New Vegas versagt Fallout 3 und 4 als Antikriegsspiel, als das, was Fallout ursprünglich sein sollte, vollkommen. Die Graustufen der Fraktionen fehlen fast vollkommen und die Auswirkungen des Krieges der großen Fraktionen auf die Bevölkerung sind kaum spürbar. Abgesehen von Monstern und Raiderbanden droht für die keine große Gefahr. Also, hat Bethesda Fallout wirklich nie verstanden? Gibt es in Fallout 3 und 4 wirklich keine Botschaft? Nimmt dieses Spiel denn überhaupt keine Haltung ein? Sind die Spiele wirklich nur rein weichgewaschene Massenprodukte ohne Rückgrat und ohne wertigen Inhalt? Naja, vielleicht aus der Perspektive eines wirklichen Antikriegsspiels. Die Autoren und Autorinnen der Bethesda-Spiele hatten augenscheinlich selbst kein so großes Interesse daran, ihre eigene Hauptstory zu erzählen. Die Entwickler und Entwicklerinnen bei Bethesda haben Fallout wohl zumindest nicht so verstanden, wie die ursprünglichen Schöpfer und Schöpferinnen der Fallout-Franchise dies getan haben. Doch unter dieser Oberfläche, unter der Oberfläche der großen Fraktionen und ihrer Konflikte, erzählt Fallout 4 durchaus einige Geschichten einer parallelen Welt zu unseren, die wir als Warnung verstehen können. Der Fokus hat sich verschoben, der Krieg ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Vielmehr erzählt Bethesda hier Geschichten von Megakonzernen, die in ihrer Profitgier über Menschenrechte und sogar Menschenleben hinweggehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das geht bis hin zu Firmen, die in Zusammenarbeit mit der Regierung, in ihren eigenen Weltherrschaftsfantasien versunken, Massenexperimente an der gesamten Bevölkerung der Vorkriegs-USA durchführen. Wir erfahren von einer wachstumsgetriebenen Vorkriegswirtschaft, die den Planeten ausbeutet und die Umwelt als bloßen Rohstoff oder auch Müllplatz sieht. Wir erfahren von einer korrupten Regierung, die zum Spielball von Megakonzernen wird. Und von einer Bevölkerung, die tatenlos zusieht, wie diese Mächte die Welt zugrunde richten. Die wahre Geschichte von Fallout 3 und 4 beginnt bereits vor dem Krieg. Diese Spiele zeigen den langsamen Abstieg einer Nation und der gesamten Menschheit, getrieben von Gier, getrieben von Macht und Angst. Elemente, die die klassischen Fallout-Teile durchaus bereits beinhalten, diese aber nicht so sehr ins Zentrum rückt. Der Leitspruch der Fallout-Reihe Krieg, Krieg bleibt immer gleich, wurde unter Bethesda zur hohlen Phrase. Als Antikriegsspiel versagt Fallout 4 und versagt auch Fallout 3 vollkommen. Und das muss man bei einem Spiel in einem postapokalyptischen Nachkriegsszenario echt erstmal schaffen. Aber als gesellschaftskritisches Spiel, das sich mit aktuellen Themen und Ereignissen beschäftigt und auf aktuelle Krisen und Gefahren eingeht, haben die Spiele zu ihrer damaligen Zeit durchaus glänzende Momente.
Also mittlerweile ist ja das Thema Krieg für uns in Europa wieder recht nah und greifbar geworden, leider Gottes. Aber man könnte schon sagen, dass die Schreiber und Schreiberinnen, die Entwickler und Entwicklerinnen bei Bethesda in ihren Spielen Fallout 3 und Fallout 4 eher zeitgeistige Themen ansprechen. Krieg war bis vor kurzem noch ganz weit weg für uns. Kein Thema, das einen wirklich im Alltag interessiert, zumindest hier in der westlichen Welt. Wobei hingegen Umweltkatastrophen, überhaupt die Zerstörung der Umwelt, gierige Unternehmen und korrupte oder rückgratlose Regierungen, die im Grunde alles mit sich machen lassen, schon eher im Zentrum der gesellschaftlichen und politischen Diskussionen standen. Man könnte also sagen, dass Bethesda die Fallout-Spiele ganz ähnlich benutzt hat, wie es damals Black Isle oder eben auch Obsidian dann gemacht hat, um mit dieser Dystopie, mit dieser zerstörten Parallelwelt zu unseren, mit dieser verheerenden Zukunftsvision eine Warnung an uns auszusprechen, an uns Spieler und Spielerinnen und eine Botschaft für uns bereitzuhalten. Und während Fallout 1 und Fallout 2 vielleicht noch so ein bisschen in den Nachwehen des Kalten Krieges entstanden ist, hat sich eben Fallout 3 und Fallout 4 eher um eine Story gekümmert, die zeitgemäßer erschien. Vielleicht hat die Fallout 3 das Kernthema seines Ursprungs tatsächlich aus den Augen verloren, vielleicht auch bewusst hinter sich gelassen. Doch ich finde, man kann die Bethesda-Teile durchaus als thematische Ergänzung zu den klassischen Spielen sehen. Krieg bleibt immer gleich, weil der Mensch immer gleich bleibt. Mit all den Fehlern, all der Gier, all dem Machtbedürfnis und all der Angst. Der Mensch bleibt immer gleich. Und das ist letztendlich die viel schwerwiegendere und trostlosere Erkenntnis, die die Fallout-Reihe als Gesamtes für uns bereithält. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Liken und abonnieren wäre wie immer super nett. Was ist eure Meinung dazu? Wie seht ihr das Ganze? Gehe ich ein bisschen zu streng mit Fallout 3 und 4 ins Gericht, wenn es um die Darstellung der Fraktionen geht? Seht ihr da vielleicht auch mehr Grauzonen, die ich jetzt hier einfach unterschlagen habe? Oder seht ihr das Ganze ganz ähnlich wie ich und findet ihr es auch schade, dass Bethesda hier gerade in der Hauptstory ein bisschen schwächelt und irgendwie es nicht schafft oder nicht bemüht ist, die Hauptfraktionen als realistisch, als dreidimensional, als facettenreich darzustellen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao, macht's gut.